Seite angeht. Hier siehst du deine ungefähre Kampfstärke. Hier kannst du sehen, über wie viele Kämpfer wir verfügen. Und das sind unsere Ausrüstungsvorräte. Für unseren Gegner werden ähnliche Anzeigen verwendet. Das ist schlecht. Die Gegner sind alle. Und in diesem Feld schließlich siehst du die aktuelle strategische Mission sowie taktische Ziele, die erfüllt werden müssen, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Überlegen. Erfolgreich abgeschlossene strategische Missionen werden unten dargestellt. Auf dem letzten Reiter werden deine Beziehungen zu allen Gruppierungen und die Kampfstärke der einzelnen Fraktionen angezeigt. Ich habe 200 Punkte. Zudem siehst du hier deine eigene Statistik. Echt? Das war's im Großen und Ganzen. Cool. Endlich. Hörst du auf zu quatschen. Du hast dich so scheiße angehört. Also, bis später. Gut. Dann, gehen wir jetzt wohin? Wo würdest du am besten hingehen? Tja. In das Gebiet. Ja, wirklich. Ja. Die Abtrünnige sind auf jeden Fall zu 100% meine Feinde und keine Freunde. Also in die Sümpfe würde ich gehen. Aber ich finde das gut, dass die Manditen nicht meine Feinde sind. Die wohnen auf der Müllhalde. Ja, das ist natürlich super. Aber das ist natürlich auch, hier, du hast ja die Abtrünnigen aktuell als Feinde und die sind noch die wenigste, also die Fraktion mit den wenigsten Mitgliedern. Wie? Einheiten feindlicher Fraktionen. Ja, guck mal, geh nochmal zurück, da steht ja, wie viel da sind. Das sind nur 68 und da steigt ja dann immer an. Oh, stimmt. Das ist schlecht. Ficken. Das heißt, wir sind stark im Nachteil. Wer bist du denn? Ach, du bist irgend so ein Spaß. Der ist Kuh. Besucher? Oh, so. Sei gegrüßt, Gast aus der Fremde. Was führst du mit dir? Einen bestenden Geldbeutel oder ausgezeichnete exotische Wunder? Weder noch, leider. Ich wurde von einer Emission getroffen und bin nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bin jetzt vollkommen blank. Denn ich heiße Narbe und habe viele Narben von der Emission. Die Emission scheint meine Sachen über die ganzen Sümpfe verteilt zu haben. Schlecht, ne? Ja, ich habe deine Geschichte gehört. Ich denke, das Wichtigste ist, dass du noch am Leben bist. Gegenstände lassen sich leicht genug ersetzen, wenn dich die Zone gut behandelt. Also, wollen wir handeln oder hast du Fragen? Ist schon erstaunlich. Selbst mitten in den Sümpfen, in einer so geheimen Organisation wie dieser, kann man auf einen Händler treffen. Haha. Genau so sind wir. Nein. Unser Ruf mag zwar nicht der beste sein, aber wir Händler werden trotzdem überall gebraucht. Selbst in der Zone, selbst in den Sümpfen. Ich schau selbst durch. Lass uns nicht darüber sprechen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie satt. Ja, gut. Ja, ich weiß. Aber lest es euch selbst durch. Ich habe jetzt keinen Bock da, dass er stundenlang redet. Also für mich ist es uninteressant. Hast du etwas für mich? Speichersticken. Was ist das denn? Kevlar Körperschutz hört sich nett an. Schau doch mal vorbei, wenn du in der Nähe bist. Hey, du hast ein Jagdgewehr. Das hört sich nett an, aber ich habe nicht genug Geld. Toll. Toll. Freue mich. So. Wir haben eine Quest abgeschlossen. Dann, ich glaube, zu wem muss ich jetzt? Ach, zu dem Typen da hinten. Gut, gehe ich mal hin. Was sagst du, Stock? Ich soll dich... Nee, ich wollte eigentlich... Ich habe doch eine Quest abgeschlossen. Ah, egal. Ja. Du kennst die Regeln. Wir werden... Oh, ficken. Warum? Da komme ich ja gar nicht von selbst. Du kannst also deine Augenbinde abnehmen. Versuch nicht mehr zu folgen, das wird nicht klappen. Wenn du in die Basis zurückkehren willst, musst du einen der Leute im... Ja. Sprich dich nicht aus. Lass es einfach sein. Gut. Da hinten sind Gegner. Du bist jetzt im großen Sumpf, Söldner. Sei äußerst vorsichtig und spiel nicht den Helden. Wirf einen Blick auf deinen PDA. Dort findest du Informationen für die Positionen unserer Trupps hier. Ich würde sagen, du begibst dich zum Fischerdorf. Dort sind sie nämlich. Okay. Wir werden hier abgeschlachtet. Kiesgrube. Wo ist das denn? 001.
Verteidige das Lager Kiesgruben. Gehen wir mal hin. Wo zum Teufel bist du, verdammt nochmal? Ja, ich komme. Ist ja gut, meine Güte. Schlecht. Was sind das denn für Viecher? Die sehen ja sauhässlich aus. Auf jeden Fall. Wir werden hier abgeschlachtet. Ja, ist doch gut. Meine Güte. So, wo ist denn der? Ja, da drüben. Wo zur Hölle bist du, verdammt nochmal? Ja. Ich frage alle Viertelstunde nach, ey. Was? Der sagt alle paar Minuten, ja, wo bist du nochmal, ey? Ja. Schön, dass du gekommen bist. Jetzt werden wir es denen zeigen. Wir halten ja, ne? Durch. Schnell, hilf uns. Schön, dass du gekommen bist. Ach, das sind die Feinde! Fail! LOL! Komm hier vorbei, wenn du Zeit hast. Wir werden uns erkenntlich zeigen. Fail, das waren die Feinde und ich hab's nicht gemerkt. Schrotflinte. Ja, nehme ich doch immer mit. Kann ich da auch irgendwie mehr mitnehmen? Vielleicht mit. Würde mich jetzt auch interessieren. Ja, immer nur 10 mitnehmen ist ein bisschen doof. Ne? Warum habe ich jetzt eigentlich wieder volles Leben? Hä? Ich hatte doch... Die haben mich doch gerade eben getroffen. Ah, ich kapier's nicht. Wir haben sie gerade noch abwehren können. The fail. Ja. Was ist denn jetzt? Irgend so ein Typ wollte mir doch eine Belohnung geben. Will er sie jetzt doch nicht, oder was? Was ist denn das für ein Mist? Sichere die Straße aus, siehst du. Wie viele Aufträge kriege ich eigentlich pro Sekunde? Hallo, sprich mit mir. Was? Kann ich dir helfen? Ist doch dasselbe. Ja, toll. Da ist auf jeden Fall das Fischerdorf. Die haben mir, den Weg dahin gezeigt. War das vielleicht die Belohnung? Ja, das ist aber eine blöde Belohnung. Ja, muss ich doch. Junge, könnt ihr mir vielleicht sagen, dass ihr Feinde seid? Geht ja gar nichts. Ja, ich treffe überhaupt nichts wegen dem Trap-Schlag. Danke, Fred. Hier treffe ich nichts. Warm, ab ins Wasser. Ja. Warte mal, ich hab doch hier so ein Kampfmesser. Dauert 2 Jahre, das rauszuholen, aber scheiß drauf. Bam. Ja, one and kill, ne? Yay. Ja, triff auch. Ja, fail, ich kann nicht zu dem hin. Ja, fail. Nee, der Messerstecher hier. Bam. So. Fail. Ist mal voll failig. Achso, Doppelklick, dann nimmt er. Ja, Doppelklick da. Ah, eine Waffe, wunderbar. Eine Wiper 5, ah, sieht doch nicht aus. Nee, das war kein toller Kampf. Finde ich nicht. Du hast alle gekillt. Ja, meinte er, wäre ein toller Kampf gewesen. Was ist das denn? Hä, ich habe da kein Medikit gesehen. Hallo, ich habe auf den Aschenbecher gezielt und der gibt mir ein Medikit. Ist auch nützlich. Ja, nachher behaupten die noch, Rauchen sei gesund. Ja. Hallo? Ich kann nicht an den Typen vorbei. Tolles Spiel. Was ist das hier eigentlich für ein Motor? Ist das überhaupt das Fischerdorf? Halte den Punkt, bis Hilfe kommt. Du musst ihn angezeigt. Ja. Das ist nicht das Fischerdorf. Das ist, glaube ich, das Fischerdorf, ne? Nee, das ist ein abgebrannter Bauernhof. Ich kapier's nicht. Nee. Egal. So, ich habe aber nicht nur den Kerl getötet. Ich guck nochmal nach, was haben die anderen gehabt. So, was hast du denn? Ein Brot. Oh, lecker. Und Munition. Das war gut. Beiß mal ins Brot. Nom nom. Ja. Om nom nom. So, hier geht's rauf. Bringt mir das irgendwas? Bin ich auf dem Wachturm. Gleich kommt wieder Emission. Hier. Ich hab Bock drauf. Yay! Wieso brechen die dir die Aufträge ab? Das verstehe ich nicht. Ja, ich bin halt zu spät, ne? Ah, können wir mal warten. Ja, das finde ich auch komisch. Es war auch kein Weg, guck so, mal, ne? Ich verstehe es nicht. Ich hab schon wieder volles Leben. Wieso?
Ich hab doch kein Medikit genommen oder so. Ja, vielleicht nach einer erfolgreichen Mission, das ist in vielen Spielen so. Ja, aber doch nicht den Stalker. Ah. Ja. Und was ist eigentlich das für eine blaue Anzeige? Würde mich auch mal interessieren. Wurde mir das irgendwo gesagt? Da, mehrschichtiger Kevlar-Körperschutz, Speicherstick. Ja, ich, achso, den kann ich verkaufen. Vielleicht bringt der mir selbst gar nichts. Eine Lederjacke. Oh, die bringt mir sehr viel. Höchst modern. Ja. Ja, wie kann ich denn jetzt... Was ist denn das für eine blaue Leiste da? Die unten rechts. Ja. Die ist ein bisschen leer. Ich verstehe es nicht. Was ist das für eine? Nein. Hm. Jetzt bin ich gearscht. Wasser ist nicht gut. Hä? Ist das nicht radioaktiv? Ich glaube, das Wasser hier ist nicht radioaktiv. Hier die Leiste. Ja, die blaue Leiste.